Guten Abend. SMH bedeutet was? Schnelle medizinische Hilfe? Ja, in und um Stendal allerdings. Da steht diese Abkürzung auch für schnelle musikalische Hilfe. Ausgedacht hat sich diesen Namen Disco-Urgestein DJ Billy. Jetzt werden einige sagen, na Mensch, der hat doch auf unserer Hochzeit oder auf meinem Runden aufgelegt. Das kann schon gut sein. Seine selbstgebaute Kult-DJ-Anlage spielt jetzt sogar in der MDR-Webserie Ollewitz, ein Dorf am Abgrund mit. Sehr zur Freude natürlich von DJ Billy. Bei Helmut Groth und seinem Patenkind Konrad Schulz sitzt jeder Handgriff. Damit die Mädels tanzen können. Genau. Heute treten die beiden DJs gemeinsam auf, als schnelle musikalische Hilfe. Das ist der alte Kampftitel von der Disco. Schnelle musikalische Hilfe wurde ja letztendlich zu der Zeit geboren, der neuen deutschen Welle, alles kurz und knapp. Und im Logo mit dem Raumschiff im Schweif, da steht dann schnelle musikalische Hilfe drin. Der heute 72-jährige Helmut legt seit mehr als 50 Jahren auf. Er begann als Schallplattenunterhalter zu DDR-Zeiten. Nach der Wende brach dann erst einmal alles zusammen, doch Mitte der 90er Jahre ging es mit seiner schnellen musikalischen Hilfe wieder los. Dann hat sich eben eine ganz neue Disco-Szene aufgebaut. Ob die nun besser oder schlechter ist, weiß ich nicht. Unsere Aufgabe war, die Mädels und die Jungs zum Tanzen zu bewegen. Und zur damaligen Zeit hat das immer geklappt. Noch sind es ein paar Stunden, bis die Disco auf dem Gelände von Schulzens Brauerei in Tangermünde starten soll. Die beiden können nicht nur schnell einpacken, sondern auch aufbauen. Helmut ist froh über Hilfe, denn seit einem Motorradunfall kann er seinen linken Arm nicht mehr bewegen. Als DJ Billy kümmert er sich heute um die Musik. Konrad alias DJ Kotte ums Licht. Er hat mitgemacht als Techniker zu Anfang und war natürlich von der ganzen Technik auch so begeistert, dass er das bis heute zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat. Zudem ist Helmut besonders stolz, dass ausgerechnet seine selbstgebaute DJ-Anlage aus den 80ern jüngst als Filmrequisit inszeniert wurde. Sie spielt in der schwarzhumorigen MDR-Serie Ollewitz, ein Dorf am Abgrund, eine wichtige Rolle. Dabei inspirierte Helmuts Kultdisco die Serienmacher und die Serie wiederum den Kult-DJ. Oh, da hab ich Bock drauf. Der Kopfhörer wurde im Film Ollewitz benutzt und da habe ich gesagt, eigentlich könntest du dir mal so einen alten Kopfhörer noch mal besorgen, so als Nostalgie. Ich bin ja nur auch schon auf Nostalgie und deswegen habe ich mir diese uralten Kopfhörer noch mal zugelegt. Ollewitz spielt in einem fiktiven Dorf im südlichen Sachsen-Anhalt und erzählt vom ziemlich öden Leben auf dem Land. Sehr makaber, total skurril und voll 80er. Helmut ist inzwischen ein richtiger Ollewitz-Fan. Diese ganzen Sprüche, die finde ich also fantastisch. Fantastisch soll es auch heute Abend laufen. DJ Kotte verrät, was ihn sein Patenonkel gelehrt hat. Die wichtigsten Tipps ist immer dranbleiben. Modern bleiben, aktuell bleiben. Dann klappt das auch. Kaum legt er los, stürmen die Tangermünder die Tanzfläche. Ob musikalischer Notfall oder lange geplante Tanzsause, der Kult-DJ und seine schnelle musikalische Hilfe sorgen eben seit mehr als 5 Jahrzehnten für ausgelassene Partystimmung.